What's up, Skateboarder? Der Mini-Traum. Der Mini-Traum ist eigentlich ein ganz großer Traum. Der große Traum ist natürlich, eine Mini-Ramp zu haben. Und das wollte ich eigentlich natürlich direkt verwirklichen, als auch der Shop hier entstand, dass man direkt vor dem Laden hier eine Mini-Ramp hat, so dass wir auch natürlich dann jedes Mal auch hier skaten können und filmen können. Und dann dachte man sich natürlich direkt zu der Eröffnungsfeier, die Hoods-Session, die wir gemacht haben, dachten wir, bauen wir doch mal selber einfach eine Mini-Ramp und dann haben wir eine. Hier, wir bauen noch die Mini-Ramp tatsächlich vorher auf. Wir wollen auf jeden Fall, wenn schon ein Skate-Shop, dann direkt auch mit Skaten. Man hat natürlich daraus gelernt mit der eigenen Mini-Ramp. Erstens hat das super lang gedauert, weil man natürlich dann selber alles planen musste, wie man das macht. Man musste natürlich das Ganze auch selber natürlich auch alles sich bestellen, ausdenken, Cooping suchen und. Und dann hat man eigentlich ziemlich schnell herausgefunden, dass egal wie handwerklich begabt man ist, dass wenn man noch nie Rampen gebaut hat, dann sollte man das auch nicht so wirklich machen, sondern sich einen Profi holen, weil die Rampe ist nach der Hood-Session, nach dem einen Mal, wo wir die geskatet sind, dann fast nicht mehr wirklich fahrbar gewesen, weil der Winter war dann direkt danach, der voll hart war und die Qualität des Holzes muss eine spezielle sein, da muss man Ahnung haben. Die auch was wichtig war, dass man, wenn man noch nie eine Rampe gebaut hat, nicht ganz genau weiß, wie man diese Steile hinkriegt oder wie man eher das hinkriegt, dass das nicht so steil ist. Unsere Rampe habe ich eigentlich damals versucht klein zu machen, damit man so voll viel machen kann. Trotzdem war die super steil. Und da ist natürlich eigentlich der Trick, eine höhere Rampe, die sogar einen Meter hoch ist, aber dann, dass sie so entspannter ist. Und das halt super schwer, wenn man noch nie so eine Rampe gebaut hat, dann sollte man auch natürlich die Finger von lassen, weil man verliert Zeit, man verliert Geld, man zahlt dann doppelt, weil du dann dir dann den Profi holst, der Ahnung hat von Qualität, von den Holzarten, von dem Material auch, das oben drauf kommt, dass so ein Winter, dass die Mini-Rampe so einen Winter auch wirklich überleben kann und dass das alles so perfekt und dass du das Ganze auch in 2-3 Stunden, je nachdem wie viele Kollegen du hast, das Ganze aufgebaut ist und sofort die Session losgehen kann, ist nur möglich mit einem Profi. Man, I'm gonna do my thing. Crazy in the club when I'm in that man. Get up. Trust me, homie, I'm not playing. Had a dead fall off the chain, I said, get up. I came to bring you that California love and a little New York hate, it's all of the above. I'm not playing, I'm saying I'm off the chain. You niggas better follow instructions. I like it, huh? Back it up, get yourself
I know how to get you sprung, tune you up, use your tongue. Under the hood, it's so good, she said so good. Goddamn, I'm so hood, nigga, what up? Nigga, what up? So, erster Drop-In, let's go. Was? Was ein Augenblick? Das Ding ist unfassbar. Shoutout Konstantin, Backyard Rams. Richtig geil, dass es dich gibt, dass du Ahnung hast von dem ganzen Zeug hier, weil wir haben es leider nicht geschafft. Das Ding ist wirklich ein Prachtstück. Es ist so geil, es ist wunderschön. Der Boden, das Cooping, wie das Ganze verarbeitet, das Material. Vielen, vielen, vielen Dank für diese geile Arbeit. Und falls ihr euch auch so eine Ramp besorgen wollt für euren Garten oder ihr seid ein Verein, der es vielleicht irgendwo in der Skatehalle vielleicht hat, holt euch das Ding. Der Link wird hier unten drunter sein natürlich und wenn ihr dann auch noch von mir kommt, wenn ihr dem schreibt und sagt, hey, wir sind von Puff, gibt es noch einen kleinen Rabatt und noch ein Gewinnspiel, was ihr natürlich dann von Konstantin dann bekommen werdet. Es ist auf jeden Fall da. Ich werde das definitiv auch, das Gewinnspiel ist nämlich sehr, sehr crazy. Kann auch schon eigentlich schon hier droppen, also je nachdem, wenn das einer, also diejenigen, die sich das dann bei Konstantin sichten, so eine Rampe dann bestellen werden, wir werden definitiv dann versuchen, im nächsten Jahr das Ganze auszulosen, dass wir zu irgendeinem, also dann eine Rampe besuchen werden, die bei euch, die dann zu Hause sein wird oder in einem Vereinsclub stehen wird oder wo auch immer, dass wir dort eine Session dann zusammen, eine private, geile, coole Session mal zusammenfahren, falls wir auch alle nicht mehr verletzt sind und alle munter und sind. Deswegen das, ja, da werden wir noch einmal ein extra Video zu machen. Aber der Mini-Traum ist vollbracht, definitiv für mich. Das ist ein unfassbarer Mini-Riesentraum, Mini-Ramp vor dem Laden zu haben, jeden Tag hier skaten zu können, ein bisschen hin und her fahren und diese Freiheit riechen, immer skaten zu können, egal was passiert und immer eine eigene private Mini-Rampe zu haben, die immer zur Verfügung steht, 24/7. Oh, Dream comes true. Checkt das ab, vielleicht habt ihr noch nicht alle Videos gesehen, hier sind nämlich über 1800 Videos über Skateboarding, all the skateboarding about. Also verliert keinen Tag, geht natürlich selber skaten, schreibt mir in die Kommentare, habt ihr eine Mini-Ramp? OG Distribution, das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns. Bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an. Da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir das gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen. Werdet natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Nein, sag mir, wer ist dein Dealer? Dealer. So smakelig, manche sind Dealer. Yeah, yeah. Hast du es noch nicht gehört in der City? Yeah, yeah. Weil sie sind tot, ich muss hustlen, you will be. No
Couch grind, Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht. Sag mir, wer ist dein Dealer? Ey, sag mir, wer ist dein Dealer? Yeah. Ich häng mit OG dem Pop.